Südtiroler Snowboarder zählen seit Jahren zur Weltelite und gemeinsam mit ihren Kollegen von der italienischen Nationalmannschaft sind sie weltweit sogar die Nummer 1. Es gibt nämlich kein anderes Nationalteam, das so viele potenzielle Siegfahrer in ein Rennen schicken kann. Letztes Jahr hat ganz gut gepasst, einmal in Slalom, weil dann haben wir einen Weltcup gewonnen mit dem Fisch und mit dem Mirko hat einen zweiten Platz im Weltcup Slalom gemacht. Dann haben wir einige Podests gehabt, mit dem Mick war auf dem Podest am ersten Platz in Cortina, der Eddy auch in Winterberg. Leider ist er jetzt nicht mehr dabei, weil er hat sich verletzt und das ist wirklich schade. Aber mit der Sehnenriss, Achilles. Szene. Es wird er jetzt sicher die nächsten 3 Monate weg sein, aber ich hoffe, dass er jetzt dann auch anfängt, wieder bergig zu arbeiten, athletisch und dass er wieder an Garling zurückkommt. Es fährt jeder stark und dann sieht man einfach die Zeiten, ob es passt oder nicht. Wenn man vorne dabei ist, dann kann man sich relativ sicher sein, dass man recht gut fährt. Das ist, einer fährt allemal gut, eine gute Fahrt und man kann sich nach eigentlich jede Fahrt messen und schauen, was man besser machen kann und was gut gepasst hat. Und ich glaube, das zieht jeden einzelnen Athlet noch vor und jeder macht Fortschritte. In den vergangenen Wochen haben die Azzurri sehr fleißig trainiert, allen voran er hier, Roland Fischnaller. Der 36-jährige Routinier lebt seinen Sport mit viel Leidenschaft. Man hat fast das Gefühl, als würde der Neopapi, Fischnallers Sohn Florian, wurde vor wenigen Wochen geboren, vom Snowboarden nie genug haben. Ich muss sagen, im Frühling habe ich schon ein bisschen zu hadern, aber kaum. Fange ich mal an, Trockentraining zu machen, dann muss ich sagen, bin ich eigentlich sehr, sehr motiviert. Und das Wichtigste ist mir, wir haben einfach eine tolle Mannschaft, gute Trainer in meinem und mit Rudi komme ich sehr, sehr gut klar. Und sie legen die Motivation an den Tag und es fährt ein bisschen oder ziemlich viel auf uns Athleten an. Und ich muss sagen, mir tag sehr, sehr gut einfach halt ab am Training. Das 100 Schlummer gefeite, das passt mir, das bin ich gewöhnt und das tue ich sehr, sehr gern. Besonders oft loben die Trainer beim Training am Schnalstaler Gletscher die Form von Aaron March, mit dem sie besonders zufrieden zu sein scheinen. Ah ja, heute ist gut zu hören. Mich schimpfen sie alle zusammen. Nein, es passt. Ein paar Kurven seien richtig gut, ein paar noch weniger gut. Ich glaube, an der Konstanz ist noch ein bisschen zu arbeiten. Deshalb haben wir diesen Monat noch Zeit. Wir haben da super Bedingungen und jetzt auch, wenn wir noch auf Kunstschnee fahren, glaube ich, kann ich noch gut die letzten kleinen Fehler lernen und wie ein hinbiegen, was noch auszubessern ist. Und nachher, glaube ich, steht in guten Rennen nichts im Wege. Christoph Mick hat ebenfalls einen sehr intensiven Sommer hinter sich. Das erste Rennen, den Europacup Mitte November in Landgraaf, hat er aber genauso wie die meisten seiner Kollegen verhaut. Angefangen habe ich eigentlich relativ gut im Sommer mit dem Trockentraining. Wir haben ein super Trockentraining gemacht mit dem neuen Trockentrainer von Maran. Und Landgraaf, Europacup ist mir nicht so wirklich gelungen, als ich mir vorgestellt habe. Ich bin zwar die erste Qualifikation relativ super gefahren, aber danach hat es halt gefehlt. Aber auf den Fehler werde ich darauf hinarbeiten. Es ist halt gut, Fehler zu machen, weil man noch einen Fehler ausbessern kann. Und auf dem Sommer arbeite ich hin. In genau 2 Wochen beginnt der Weltcup der alpinen Snowboarder und wie es seit einigen Jahren Tradition ist, findet das Auftaktrennen in Südtirol statt. Dann werden Roland Fischnaller und Co. in Carezza über die Praditori-Piste jagen und um den Sieg kämpfen. Für mich ist Carezza ein Highlight und muss sagen, ich bereite mich gut vor, dass ich heuer auch wieder einen Riesentorlauf angreifen kann. Und ich hoffe, sie kriegen die Pisten wieder so super hin wie letztes Jahr. Carezza, wie wir gesehen haben, arbeiten allem super, haben ein super Event da. Es ist einfach bärig, allem zusammen dabei zu sein. Ich hoffe, es kommen auch viele Zuschauer. Es ist allem interessant, parallel zuzuschauen. Und nein, ich werde mich sicher vorbereiten,
auf Riesentorlauf, weil WM auch hier ist und nächstes Jahr Olympiade und ich werde das Beste geben. Eigentlich habe ich ein gutes Gefühl. Zweimal habe ich ja schon gewonnen oben und eigentlich ja recht gute Resultate gemacht und deswegen bin ich eigentlich schon sehr, sehr zuversichtlich und ja, wie gesagt, die Jungen werden Gas geben und ich probiere halt ein bisschen nachzuziehen. In Carezza möchte auch Nadia Ochner schnell sein. Ihre Saisonvorbereitung ist aber so ausgerichtet, dass sie im März 2017 bei der WM in Spanien in Topform ist. Letztes Jahr habe ich einen zweiten Platz gemacht in Cortina. Anfang von der Saison wirklich super losgegangen. Danach ist leider ein bisschen leuwärts gegangen. Das ist eben wirklich für heuer auf jeden Fall das Ziel. Vielleicht auch, egal, wenn man ein bisschen langsamer startet, auf alle Fälle muss man im März pronto sein, weil die WM ist schon einfach zusammen. Es ist, der Höhepunkt ist Sel. Man muss zusammen fit sein, auf dem Punkt sein und ich versuche auf jeden Fall auf Sel hinzuarbeiten. Aber die Weltcups lasse ich schon auch nicht außer Acht. Die müssen schon auch sitzen. Die Titelkämpfe in der Sierra Nevada sind sowieso das große Saisonziel aller Südtiroler Snowboarder. Doch zunächst einmal ist im Kalender der heimischen Snowboarder der 15. Dezember fett angestrichen, wenn in Carezza Weltcuprennen Nummer 1 über die Bühne gehen wird und die heimischen Brettelfahrer der internationalen Elite den Kampf ansagen.